Stefan, wenn ich dich weiter anbrülle, ne, dann kannst du mich bald Schatz nennen. Patrick, du siehst immer nur rot, ne? Kriegst eine rote Karte, hast rote Haare. Ab heute bist du mein Paprikant. Stefan, spiel doch mal so, wie du Bier trinkst. Leidenschaftlich, über dem Limit und ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, das war's mit der Nationalmannschaft, ne? Und dem Jogi Löw. Immerhin hat er noch mal zielsicher, ne, vor der Kamera in die Nase gegriffen. Bah! Ja, die Engländer waren ja schon nach 9 Minuten platt, ne? Da hat sich ja hinter die Mauer hat sich so einer gelegt, ne, von den Engländern. Ja, den Platz hätte ein Deutscher vielleicht mal so mit einem Handtuch reservieren sollen. Nee, da wäre das nicht passiert. Stefan, was war denn dein Lied beim Hochzeitstanz? Warum hast du nicht Nein gesagt? Andi, wenn die Polizei bei dir einen Alkoholtest macht, ne, und du pustest 0,0, dann ist das Ding nicht 48 Stunden lang gültig. Kevin, boah, der ist so hohl, der denkt, der kann Französisch, Portugiesisch, Englisch, kann er fließend, bis er gemerkt hat, dass Wandemblem ein deutsches Wort ist. Weiß ja ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist, ne? Als Sané 7 Minuten vor Schluss beim 0-2 noch eingewechselt werden oder als Zuschauer nach so einem Grottenkick, ne, für 14 Tage in Quarantäne müssen. 45.000 Zuschauer. Nichts hat geklappt. Keine Dreierkette, keine Viererkette. Nahtlos fortgesetzt, ne, wurde allerdings die Infektionskette. Ah ja, egal. Mein Antrag auf die Schweizer Staatsbürgerschaft, ne, habe ich in den Briefkasten geschmissen. Hopp, Schwyz, hopp. Hermann, der Meeresspiegel steigt nur, weil du immer fetter wirst. Ja, hier der Sänger Ed Sheeran, ja, war ja im Stadion. Was hat denn der für eine E-Mail-Adresse? Ed Sheeran? Egal, bei uns in Herzogenaurach, ne, da war ja Peter Maffay. Und von da an war klar, dass wir mit unseren Jungs gegen England nur noch eine sehr, sehr, sehr kleine Chance haben. Ne? Was ich mal sagen muss, ne, die Fragen der ARD-Reporterin, ne, gegenüber Jogi Löw, ne, die waren genauso daneben wie der Schuss von Thomas Müller. Und der Schweini als Experte. Mein Gott, Junge, ey, zieh dir die Schuhe wieder an und helf beim Boffen, ey. Noch unauffälliger als Toni Groß hättest du auch nicht spielen können. Kevin! Boah, der ist so hohl. Schreibt der mal ein Kochbuch, ist der Titel. Machen Sie zuerst bitte Ihren Rauchmelder aus. Mein Hermann hat am Ende vom Spiel immer gebrüllt, ne? Jogi raus! Jogi raus! Jogi raus! Mhm. Und wer sagt's ihm jetzt? Oh, ne Bratze, ey. Unterschied war halt, die Engländer hatten Prinz William, ey, und wir Prinz Boateng. Ah ja. Das Einzige, was wir jetzt noch gewinnen können, ist erstmal schön Abstand. Andi, we are the champions, ne? Sing Queen und nicht die Queen. Kevin, boah, der ist so hohl, der hat in seiner Waschmaschine 2-Euro-Stück gefunden und hat mich jetzt gefragt, welches Programm er wählen muss, dass dann noch mehr rauskommt. Super Zeichen vom DFB, ne? Direkt aus dem Turnier auszusteigen. Damit haben sie deutlich gezeigt, ne, was sie von der UEFA halten. Ja, und aus dieser Monstergruppe, ne, mit Frankreich, Portugal, Deutschland, ne, ist ja keiner weitergekommen. War dann doch eher so eine Maikäfergruppe. Wir müssen die Niederlage jetzt erstmal wie Ronaldo seine Colaflaschen, ne, so beiseite schieben. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der denkt, weil die Metallpreise steigen, wird der Blechkuchen teurer. Eindeutig Schuld am Ausscheiden hat ja Leroy Sané. Ne? Der hat ja in den letzten Minuten da gar nichts mehr gebracht, als er reinkam. Ne? Er ist auch noch Schuld an dem Klimawandel, ne, in der Corona-Pandemie. Ja, da kann man jetzt nur sagen, Hansi Flick. Ne? Also Hansi Flick das mal eben schnell zusammen. Ne? Ich mache erstmal Public Viewing jetzt mit meinen Jungs, ne? Wird ja spannend die Tage, ne? Auf RTL 2 läuft, ne? Das Messi-Team, Start in ein neues Leben, ne? Was ich zu meinen Jungs noch nicht gesagt habe, ne? Das hat kein Film mit dem Weltfußballer wird. Ne? Christian, du glaubst auch, ne, dass ungefütterte Schuhe Hunger haben. Hermann, das EL in Rezepten, ne, das steht nicht für Eierlikör. Ja, wer wird jetzt Europameister? Ne? Geil wäre ja Schweiz oder Dänemark. Ne? Das hätte dann sowas von bei Dänemark, ne, da wäre so ein Herzenssieg. Das muss man einfach auch mal sagen. Ach, jetzt kann ich mich endlich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Ne? Gehe ja bald los hier mit Fußball-Bundesliga wieder. Oh?